Ach komm! Theodor muss hier gewesen sein. So viel zu deinem Unterschlupf. Hi. Ich bin Lilith Combus Brain oder F. Und ich begrüße gerade dich zu einem wundervollen neuen Part. Trotzdem müssen wir erstmal von The Earwolf in 2. So, wir müssen da hinten immer noch zu diesem roten Banner. Dann müssen zu der Luke, zum Unterschlupf. Okay, ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Und ich bin ehrlich. Hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Und ich bin jetzt halt pragmatisch irgendwo, ne? Da hinten ist die Luke. Können wir hier nicht einfach einmal durchrasen? Und dann ist Schicht? Ah, guck mal. Da liegt er schon mal auf dem Boden. Ach, lol. Eine Gliedmaß verloren und schon war's das, oder wie? Das macht's gerade ein bisschen unspektakulär. Ich dachte, die Dinger sind schlimmer. Das war jetzt nicht ganz so schlimm. Das sind clearly Waffenteile und ich wollte gerade sagen, es wäre komisch, wenn ich die jetzt nicht aufheben könnte. Okay. Ich dachte, ohne Scheiß, man kann jetzt einfach den kompletten Vollidioten machen und einfach an allen einigermaßen so ein bisschen dran vorbeilaufen. Aber selbst wenn sie einen sehen, ist das jetzt nicht das riesige Problem. Taurus. Taurus, ist das dein Scheißernst? Ich dachte jetzt schon. Ich dachte, Taurus wird jetzt das riesige Problem sein, weil die da nicht rauskommt und einfach da sich jetzt drin verschlingen lässt. Dann wäre das nämlich eine richtig nervige Mission geworden. So, wir sind bei der Luke. Mach ob das Ding. Taurus. Gib alles. So kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Ich und unauffällig, Freunde. Was? Rein da. Das ist also dein Unterschlupf, ha? Huh? Mhm. Sehr schlicht gestaltet. Zu Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal, flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Ach, ich hab das auch zu Hause. Kuchenteig, solange ich ihn nicht scharf mache. Ja, Kuchenteig muss man nämlich auch scharf machen, das heißt. Was? Hi. Okay, Sprengstoff. Okay. Also, was machen wir mit Theodor? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Mhm. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie oh ja. Versteckt sich, um Lily vor Theodor zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodor. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Hm. Ja, dann wollen wir uns mal bei Kidman melden, ha? Huh? Bin gespannt, was das jetzt so wird. Sebastian, wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Hm. Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Taurus. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Taurus meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Vielleicht ist es nicht so die beste Idee, Kidman zu vertrauen. Ich meine ja nur. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden.
stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest ja, hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodor gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Danke sehr. Eigentlich wünscht man sich bei so einem Spiel am liebsten nicht Glück, sondern eher Erfolg, aber Kapitel 11, neu verbunden. Alright, Kapitel Nummer 11, von 9 starten wir jetzt in die 11 rüber. 7,5 Stunden haben wir schon in dem Spielchen hier drin. Okay. Hier können wir uns nochmal einmal kurz auffüllen lassen. Ich meine, wenn wir es jetzt eh vor uns haben und hier uns auffüllen können, dann kann man das ja auch ruhig mitnehmen. Also, das mitgenommen. Leckeres Käffchen. Jetzt nehmen wir hier noch die ganze Munition mit, die hier noch auf uns wartet. Zack. Es sei denn, wir sind voll mit bestimmten Munitionsschüben. Oh, guck mal. Tagebuch. Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist um Stem ein recht vages Konzept, und zwar umso mehr, seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan, etwas, das ich bereue. Deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Falle sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Du hast uns gefunden! Hey, will you look at that? Wo ist der Computer? Ach, wahrscheinlich dann hier drüben, ne? Hoffe ich mal. Müssten wir da hoch? Das wäre ein Problem. Würde ich jetzt meinen. Kannst du uns mal helfen? Ich hätte noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Und Fragen haben wir sowieso. Habe ich ganz vergessen. Der Plan. Du sagtest, Myra sollte da bleiben und sich um Mobius kümmern. Aber wie? Sie setzt Stem gegen sie ein. Jeder bei Mobius hat einen Hirnchip, der es ermöglicht, den Stem ohne weitere Auswirkungen zu betreten. Der Chip erlaubt ihnen den Zugang und Vorteile, die normale Leute nicht haben. Und ihr habt euch diese Dinger einpflanzen lassen? Es ist nicht so, als hätten wir eine Wahl gehabt. Myra sollte ein Signal durch den Stem zurückschicken, das alle Mitglieder von Mobius über ihre Hirnchips ausschaltet. Wie eine ferngesteuerte Massenlobotomie. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wenn wir es nicht tun, bringt Mobius Lily zurück in den Stem und tötet uns alle wegen Ungehorsam. Es ist die einzige Möglichkeit. Kidman. Kidman soll das ausgeheckt haben. Sie hat mich nach Beacon geschickt. Sie hat zugesehen, als Lily in den Stem kam. Es sieht ihr nicht ähnlich, Mobius zu verraten. Du bist ein Außenstehender, Sebastian. Du weißt nicht, wie Kidman wirklich ist. Sie musste ihr wahres Ich geheim halten, um nah genug heranzukommen und zuzuschlagen. Aber warum jetzt? Warum nicht, als sie den neuen Stem gebaut haben? Wir brauchen Stem, um das Signal zu senden, das Mobius erledigt. Als Lily als Kern ausgewählt wurde, beschlossen Myra und Kidman, dass es Zeit wäre zu handeln. So wie es gerade läuft, könnte das unsere einzige Chance sein, es zu schaffen. Mhm. Theodore Wallace? Wie ist Theodore Wallace in all das hineingeraten? Theodore hatte die Idee, das Signal durch den Stem zu senden. Aber wenn ich so darüber nachdenke, wollte er wahrscheinlich nur selbst Mobius übernehmen. Verdammt! Ich wusste, dass man ihm nicht trauen kann. Der Kerl ist allglatt. Das ist sein Ding. Er kann Leute von allem überzeugen. Uns hat er davon überzeugt, dass er uns hilft. Ja. Tja. Ich kenne solche Typen. Die wirken immer so, als wären sie die besten Freunde. Bis sie einem in den Rücken fallen. Wie haben sie mich gefunden? Gerade noch ertrank ich fast in einer Welle aus Blut in Theodors Höllenloch. Und plötzlich bin ich in diesem Haus mit dir. Ich verstehe nicht, wie du mich gefunden hast. Ich auch nicht. Ich habe bei meinem Unterschlupf nach Vorräten gesucht, als aus diesem verlassenen Haus eine Mädchenstimme kam. Ich habe nachgesehen, nur war da kein Mädchen, sondern du, als hätte man mich zu dir geführt. Eine Mädchenstimme? Bestimmt Lily. Aber wie? Schwer zu sagen, wie oder warum hier drin Dinge passieren. Der Stem war schon vor ihrer Flucht unberechenbar. Aber jetzt? Ich mache mir schon lange keinen Reim mehr auf die Dinge. Das glaube ich. Nun gut, sie meinte wahrscheinlich übrigens den Raum hier nebenan.
hier geht es nämlich einmal wieder zurück. Weil da, wo ich gerade war mit der Leiter, ich glaube, das war die Luke, wie man hier reinkommt in das Zimmer. So, du hast mir irgendwas geschickt, was ich gebrauchen kann. Und wir haben ein paar neue Dias, die wir uns vielleicht auch mal angucken könnten, Freunde. Da haben wir nämlich echt eine Menge. Ist meine Webcam eigentlich am ruckeln? Das kommt mir irgendwie so vor. Weiß ich nicht. So, das hatten wir schon. Das nächste. Hey, Kidman. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Die Sache mit Beacon hat mich für immer verändert. Dann hoffen wir, dass es nach deinem zweiten Mal im Sim besser läuft. Ich bin mir nicht sicher. Letztes Mal konnte ich mir noch einreden, dass alles ein Albtraum war. Diesmal geht das nicht. Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Immerhin wird diesmal keiner versuchen, dir einzureden, dass du verrückt bist, wenn du rauskommst. Du meinst, falls ich rauskomme? Davon gehen wir mal aus. Selbst wenn. Vom Stem bleibt immer etwas in dir zurück. Es gräbt sich in deinen Verstand. Du bist diesmal besser vorbereitet. Verliere nie das Ziel aus den Augen. Ja. Okay, du hast recht. Danke, Kidman. Ich werde mir jetzt aber die anderen zwei Dias nicht noch angucken, aus dem einfachen Grund, weil das dann doch langsam dann hier nur so eine komplette informative Story-Folge wird. Ah, guck mal, hier haben wir sogar noch ein Dia. Sehr schön. Theodore Wallace. Der Bastard hat sich selbst in den Mittelpunkt des Plans gestellt. Ich hatte ein Ernstgespräch mit Myra, ich stehe der Sache wohlwollend gegenüber. Aber ich glaube, seine das weitere Schritt zu entwickeln. Allein deutet schon darauf hin, dass er ein Psychopath ist. Mann, die sieht aus wie vom Zodiac-Killer. Sehr schön. Okay, verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Und eben auch seine komplett eigene Religion da vor oben mit dem MU Center. Guck mal, hier ist auch die kleine Spielfigur. Ihr habt übrigens gesagt, dass das ja von Doom kommt. Und ich meine nämlich auch, das kommt daher. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Ich glaube aber schon. Übrigens, diese Katzen-Voice-Line in diesem Game ist so unfassbar krass, dass ich echt denke, weil die, du sitzt neben der Katze, aber es hört sich an, als ob die Katze ganz weit weg ist von dir. Und dann klingt die Katzenstimme so real, okay. Das ist verrückt. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Ich denke. Durchquere das Mark und finde einen Weg zurück zu O'Neill. Es macht mir ein bisschen zu schaffen, dass wir O'Neill nicht hören. Es kann aber auch daran liegen, dass wir eben jetzt ja hier auf der anderen Seite irgendwo waren und wir ihn deswegen nicht gesehen haben. Ich hoffe übrigens nicht, dass wir jetzt wieder durch so ein Schleichspiel müssen, sondern dass wir recht schnell... Wir sind in den Anlagen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder eigentlich durch sowas Ähnliches durch. We will see. Ausgang Nummer 72. Mobius Operative Spritze. Okay. Oh, lol. Hätte ich im Leben nicht gefunden, aber da ich E gedrückt habe, habe ich es gesehen. Verflüssiger? Diese tragbare Verflüssigereinheit wird in Laboren verwendet, um Gase durch Kühlung zu verflüssigen. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Verflüssiger? Okay. Wofür wir den jetzt auch immer brauchen werden. Sehr verrückt. Ja, da werden wir nicht so durchkommen. Oder würden wir hier in den Stromkasten gehen? Zwei. Macht gleich so viel voll. Oh, tatsächlich mal alle umlegen. Verrückt. Gab's vorher auch noch nicht. Ach komm. Scheiße. Theodore muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Auf ja. Sykes? Oh Gott. What? Sykes. Noch ein Teammitglied erwischt. Da ist Gronkh schon tot. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ihm helfen sollen. Was liegt hier auf dem Boden? Können wir uns nicht angucken. Ja, Wunder, oh Wunder. Theodore ist komplett geisteskrank. Da wäre niemand drauf gekommen. Dass das so ist. Der hätte die Spritze gehabt, die wir eben gesehen haben. Okay. Und hier hinten können wir einer Blutspur folgen. Natürlich völlig aus freien Stücken. Das war doch der Unterschlupf von der Asiatin, oder? Nicht. Hoffman, sind Sie da? Noch ein Signal. Oh oh. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Liam? Bist du da? Liam? Bist du da? Warum empfängt mein Kommunikator dein Signal? Naja,
Ist doch egal. Wo bist du? Was? Das ist auf der anderen Seite des Labors. Das ist Sperrgebiet. Uns wurde verboten, dorthin zu gehen. Wir haben keinen Zutritt. Wie bist du? Okay, ich verstehe. Ja, wir treffen uns dort. Sei vorsichtig. O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Das sieht ihm ganz und gar nicht ähnlich. Folge Hoffnung, um herauszufinden, wo O'Neill sich aufhält. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, O'Neill hat eine kleine Gehirnwäsche bekommen vom lieben Pater Theodore. Ich glaube, hier ist ganz schön kranke Scheiße passiert. Nur so eine Vermutung. Weiß auch nicht. Hier ist nämlich auch noch jemand am Leben gewesen. Oh, guck mal. Eine Tasche. Wofür? Schrotmunition! Die nehme ich dankend an. Schrotmunition kann man nie genug haben. Okay. Oh. Waffenteile. Du warst schneller an meinem Bein, als ich mir das hätte gewünscht. Ich habe doch die Fähigkeit, dass ich Leuten ausweiche. Dem hättest du jetzt locker ausweichen können, oder nicht? Verdammte Axt. So viel Leben verloren an so einem Schmutz. Da auch noch meine Axt kaputt gemacht. Wegen solchen Unkeln. Dass der unterm Tisch war, das hat mich wirklich ein bisschen gerade gecatcht. Oh, jetzt schwimmen wir, hier war gerade eben einer. Der geht hoch zu B4. Mhm. Dann, auf, ne? Guck mal, sind wir schon angekommen. Das Mark, Geheimlabore. Schrotmunition, nett. Geheimlabore. Haben Sie hier zusätzlich gesichert. Ja. Da ist auf jeden Fall oben eine Kamera. Hier ist ein Spiegel nochmal zurück. Computerdatei, Sicherheitsprotokolle. Aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Mobius Operators mit der passenden Einheits-Zelebralschrift-Kennzeichen Zutritt zum Labor. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe Sie auch an Ihrem Eintrittsvertrag dargelegten Prinzipien zur Nichtweitergabe streng geheimer Informationen bindet. Operators, die versuchen, das Labor ohne die notwendigen Freigaben zu betreten, werden einer in der Mobius-Sicherheitsstatuen aufgeführten körperlichen Züchtigung unterzogen. Körperliche Züchtigung? Digga, was? Was? Okay. Shit. Schrotmunition. So, da können wir nochmal zurück. Das wollen wir jetzt ja gerade gar nicht. Außer wir müssen von denen irgendwas... Das sieht locker... Das sieht original aus wie in so einem Resident Evil Film. Da gab es genau diesen Gang. Holy shit. Holy shit. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Sind auf jeden Fall ein paar Leute drin. Die haben die hier aufbewahrt, aber warum? So ein Leichensack da vorne wird locker gleich irgendwann mal aufspringen. Einfach, weil es doch witzig wäre. Und hier haben wir schon mal gerade einen guten Weg. Da läuft ein Film. Mhm. Ach, guck mal. Ein Tank ist offen. Beruhigend. Da geht's lang. Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollte mich Liam hier treffen? Da müssen wir irgendwie reinkommen. Dafür brauchen wir diesen Chip. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Richtig. Es muss hier doch irgendwo einen geben. Werden wir schon finden. Unsere Anstrengungen waren umsonst. 20% von... Okay. Da läuft der Film über einen Zombie.
Da ist noch eine Akte dazu. Bericht an Anomalien bei STEM-Integration. Wir beobachten neue und unerwartete Nebenwirkungen der STEM-Integration bei bestimmten Einwohnern von Union. Die Symptome fangen unscheinbar an, kurze mentale Zusammenbrüche, ausgelöst durch rudimentäre Gedächtnisüberlagerungen. Betroffene Einwohner durchleben ihre alte Erinnerung wieder, was zu Verwirrung führt. Ihre Erinnerung erneut zu überschreiben ist nur eine Übergangsmaßnahme. Ihre neuen Namen in Union sorgen dabei für nur noch mehr Verwirrung. Schnell entwickeln sich diese kleinen Brüche zur vollständigen Verfremdung und schließlich zur physischen Metamorphose. Dieses Phänomen betrifft aktuell nur 0,005% der Bevölkerung, ist aber trotzdem beunruhigend. Aus dem Beacon-Vorfall wurde viel gelernt, aber STEM ist nach wie vor Experimentaltechnologie. Wir isolieren unsere Forschung, während wir Union weiter ausbauen. Es ist wichtig, dass wir der Sache ein Ende setzen, bevor sie eskaliert. Heilige Scheiße. Gut, aber ich habe schon da vorne gesehen, bei diesem komischen Stromkasten, dass es da wohl als nächstes weitergeht. Da drin, denke ich. Aber, da schauen wir im nächsten Part rein, Freunde. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da unten ein Abo. Und schaut da vorne mal bei Patreon vorbei, falls ihr mich unterstützen wollt. Ihr habt auch ein paar Rewards, wenn ihr da mitmacht. Danke sehr dafür. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü.